Hallöchen, meine Lieben. Ich bin wieder hier mit einem erneuten Haul. Gibt im Moment nur Hauls bei mir, aber ich verspreche, es kommen bald auch mal wieder ein paar andere Sachen. Ich weiß, ich verspreche das immer, aber ich habe im Moment wieder nicht so viel Zeit, weil ich im Moment relativ viel wieder für die Uni machen muss. Ja, genau. Und zwar habe ich diesmal ziemlich viel Action. Ein bisschen Teddy, aber fast gar nichts von Teddy. Ich glaube, ein, zwei Sachen muss ich gleich mal gucken. Und ich habe Sachen vom Aldi Süd, Bastelkram, und die Sachen möchte ich euch jetzt gern zeigen. Es sind Bastelsachen, es sind aber auch anderes Zeug, ziemlich viel Weihnachtszeug. Und genau, sind nicht alles ist für mich, sondern ich habe eingekauft für einen Adventskalender für meine Mutter, weil wir schenken uns immer gegenseitig einen Adventskalender. Ja, genau. So, es ist ziemlich viel. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, ich fange mal mit dem Kerl hier an. Den fand ich so cool. Der wird wahrscheinlich auch in den Adventskalender meiner Mutter wandern. Auch wenn er nicht reinpasst, aber ja, da überlege ich mir dann immer was. Und zwar ist der ja so beglittert. Der ist so ein bisschen wie Schnee. Da fällt auch ständig irgendwas ab. Ich mag ihn aber trotzdem, und der kann hier, wenn ich es anbekommen würde, kann der leuchten. Man ist nicht ganz so gut, aber ich finde den süß. Ja, ich weiß nicht, ob ich. Preis. Eigentlich. Nee, ich befürchte nicht, aber der hat glaube ich, oh, ich weiß nicht mehr, 2,95 oder so ausgekostet. Irgendwie in dem Dreh. Ich habe nicht viele Preise. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt Preise herausfischen kann, aber wir werden sehen. Dann habe ich ein Diamond Painting mitgenommen. Ich gucke gerade, weil da eigentlich. Aber egal. Hier, mal wieder ein Diamond Painting. Was noch sonst? Ich habe im Moment sehr, sehr viele Diamond Paintings gekauft. Aber ich fand das Motiv so schön. Und das sind wieder mit diesen Glitzersteinchen. Und ich liebe das einfach. Und deshalb durfte ich das auch nochmal mit. 40x60. Ich mag die größeren ja sowieso lieber. Ja. Und da habe ich Preis 4,99. Ja, genau. Wow. Stell das mal so hin, damit das nicht so viel Platz verbraucht. Dann habe ich mir einen Motivstanzer gekauft, einen kleinen Schmetterling. Ja, ich wollte einfach mal. Ja, ich weiß nicht, ich finde die ganz cool, weil das ist halt. Ich habe ja viele für die Schanzmaschine zu durchkurbeln, aber irgendwie ist es doch was anderes, einfach mal was schnell raus, damit rauszudrücken, als es dann jedes Mal zu kurbeln. Und ich habe sowas Kleines noch nicht, und ich mag ganz gern auch meine Herzchen und Sternchen so in diesen kleinen Formen. Deshalb durfte der nochmal mit. Und der kostet 99 Cent. Mal gucken, wie ich das jetzt hier anstelle. Dann habe ich zwei Lichterketten mitgenommen. Und zwar beides sind das 100 LEDs, ein Strang. Ich habe die auch, ich weiß gar nicht, ob ich die euch in einem anderen Video gezeigt habe, als, ja doch, das habe ich, okay, brauche ich nicht erzählen. Also an einem Strang, ich hatte ja vorher dieses Engelshaar mit diesen 10 Strängen. Diesmal sind es wirklich viele LEDs, und an einem Strang, und einmal bunt und einmal weiß, warmweiß. Ja, genau. Ja, ich würde mir gerne wieder hier. Ich habe hier oben so ein Körbchen hängen, wo mein ganzes Zeug dran bamselt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob ich euch das schon mal gezeigt habe. Und da war früher schon mal eine Lichterkette dran. Die habe ich aber abgemacht, weil ich sie für was anderes benutzt habe. Und da würde ich jetzt gerne die bunte dran machen, weil ich das irgendwie ganz schön finde, hier so ein Basteltisch. Genau. Und die haben gekostet beide 2,49. So, dann mache ich weiter mit den hier. Da weiß ich den Preis leider auch nicht. Ich glaube, ich habe hier auch echt sonst keinen Kassenbon liegen. Naja, die beiden. Ich mag die Glocken total. Wow. Duft mit Band und Tags. Obwohl ich Tags eigentlich meistens lieber selbst mache, aber ja, kann man ja trotzdem gebrauchen. Genau.
So. Und dann habe ich noch die Texte mitgenommen. Und zwar genau für das. Und zwar um sie selbst zu bekleben, zu verzieren. Finde ich die ganz schön, weil die sind ja hinten weiß zu beschreiben. Und vorne, ich weiß, die sind schon sehr, sehr bunt und knallig. Aber ich finde die trotzdem, wenn man da jetzt einen schwarzen Hirschkopf oder so draufklebt oder Merry Christmas, kann man ja verzieren, wie man möchte. Fand ich ganz cool. Möchte ich meiner Mutter auch was in den Adventskalender verpacken. Also schon verzierte zum Benutzen, weil sie das ganz gern mag. Keine Ahnung, wohin damit. So. Dann mache ich dann weiter. Machen wir mal hiermit weiter. Ach genau, ich habe noch zwei Sachen von Nanu. Einmal hier die Socken. Ich weiß gar nicht, ob ich die von Nanu gekauft habe, nicht beim Teddy. Die sind ein bisschen besser von der Qualität, finde ich. Die sind ein bisschen dicker. Genau, einmal weiß. Die haben, glaube ich, 2,95, 1,95, okay, also das Doppelte wie beim Teddy. Genau, einmal die, auch von meiner Mutter. Ich bin Adventskalender. Und die hier auch. Wie gesagt, das Pendant von Teddy. Genau. So. Dann habe ich bei Nanu noch den hier mitgenommen. Den kleinen Kerl hier, den fand ich immer ganz putzig. 2,95, der durfte dann mit. Ja, meine Mutter steht auf so schlichte Sachen, vor allem so weiß mit Gold. Haben wir ganz viel rumstehen. Ja, den fand ich schön, deshalb durfte der mit. Versuche ich den erstmal wieder reinzukriegen. Ach, weißt du was? Ich bin jetzt mal so drin. Passt ja auch irgendwie ganz gut. Ja. So, dann wieder zum Action. Da habe ich einmal das hier mitgenommen. Für meinen Hund. Der hat hier, glaube ich, auch irgendwo ein Quietscher drin. Ja, hier. Genau. Und hier oben, glaube ich, auch, oder? Ja, genau. Und hier dieses Seil geht da komplett durch. Und ja, ich finde den irgendwie ganz süß. Mal gucken, ob sie ihn mag. Ich weiß nicht, ob der das ist. Nee, ist er nicht. Ist der andere, okay. Aber ich glaube, die kosten auch irgendwas mit 2,50 oder so. Das ist 3 Euro. Irgendwie so in dem Dreh. Ist gar nicht wohin mit dem Zeug hier. Da kommt noch so viel. Dann mache ich weiter. Einmal ein Teddy-Stickerbogen. Ich glaube, das war es auch mit Teddy-Sachen. Glaube ich. Weiß nicht genau. 1 Euro. Ja, so. Dann Actionzeug, auch alles für den Adventskalender. Einmal das hier, das habe ich mir auch schon selbst gekauft. Ich weiß wieder nicht, ob ich euch gezeigt habe. Aber wie gesagt, hier so für unterwegs so ein Nagelscheren und Pfeile und Pinzette und so Zeug drin. Finde ich eben ganz cool. Und dann habe ich Masken mitgenommen. Ich glaube, das kostet 1,95. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Dann habe ich Masken mitgenommen. Die kosten, glaube ich, alle so um die 95 Cent ungefähr. So im Schnitt. Auf jeden Fall unter 1 Euro. Genau, einmal hier Avocado und einmal Wassermelone. Dann die hier. Sherry. Und dann Bambusextrakt. Und als letztes noch die hier. Die fand ich so süß. Die ist so cool. Ja, die mussten mit. Kommen dann auch in den Adventskalender. Oh, ich habe auch noch DM, fällt mir da gerade auf. Aber ihr werdet ja alles gleich sehen. Es kommt nach und nach. Ich habe jetzt noch Geschenkpapier. Einmal hier vom Action. Ich glaube, die vom Action kosten 1,26. Steht auf dem Einkassenbon, den ich habe drauf. Genau. Fand ich ganz süß. Ich lege die jetzt mal beiseite, weil sonst führt es ja nichts. Und dann zwei vom Aldi. Einmal den. Einmal das Geschenkpapier. Ich weiß auch nicht genau, wie viel die gekostet haben. Es kann aber auch sein, irgendwas mit 99 Cent oder so. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall finde ich das richtig cool. So schlicht, aber trotzdem richtig hübsch. Und dann noch das hier. Das mag ich auch total gerne mit diesem Holo-Effekt. Ja. Ich glaube, das sind jeweils
2 Meter. Und das vom Action ist 1,50. Genau. So, jetzt muss ich an meine Tüten. Ja. Ich glaube, ich muss erst an die andere. Ich greife da jetzt einfach wild rein. Genau, und dann habe ich mir das hier mitgenommen. Das habe ich schon neulich gesehen und war mir nicht sicher, ob das auch wirklich das ist, was ich denke, was es ist. Und diesmal hatte ich es in der Hand und habe so lange überlegt, ob ich das mitnehme. Und habe es letztendlich mitgenommen. Genau, das ist so ein Mini, so ein Miniature Bauset, wo man so ein Zimmer aufbauen kann, also ja, basteln kann. Ist auch mit Licht, ich finde das so cool. Und das hat 9,99 Euro oder so gekostet, also knapp 10 Euro. Ja, das muss ich dann mit. Ich wollte mir sowas schon mal bei Ali bestellen, habe es dann aber nie gemacht. Und jetzt habe ich gedacht, wenn es am Eichen steht, ist es halt dann gerade greifbar. Und dann habe ich gedacht, ich nehme das jetzt mit. So, ich muss mal kurz gucken. Ich befürchte, ich kann da auch keinen Einkaufszettel rausziehen. Genau, ich mache jetzt einfach mal weiter. So, dann habe ich Stoff gekauft. Zweimal hier den schwarzen. Jetzt hat was damit vor. Oh, guck mal, ein Einkaufszettel. Ein Kassenbon, kein Einkaufszettel, sorry. Ja. €1,95 jeweils. Das Mini-Haus 9,95 €. Und der andere Stoff kostet 94 Cent der hier. Und jeweils 1,95. Genau, ich habe was damit vor. Und deshalb habe ich das mitgenommen. Das hier fand ich eben auch noch ganz cool. Deshalb durfte das auch mit. So, ich habe keine Ahnung, wo ich das jetzt hin tue. Aber gut. Das jetzt alles da irgendwie hinten rein, bevor mir das jetzt alles entgegenfällt. Ja. So, ich greife jetzt wie gesagt einfach rein. Das ist schlecht. Dann habe ich, ja toll, Socken gekauft. Und zwar die hier. Das sind wie Kuschelsocken, aber keine normalen Kuschelsocken. Ihr seht vielleicht den Unterschied ein bisschen. Und zwar sind das hier so, ja, ich weiß nicht, sind so ein bisschen anders. Die sind so kuschelig weich, so cool. Genau, habe ich einmal die hier mitgenommen und einmal die hier. War auch mal ein Pack, aber die habe ich schon aufgemacht. Und ich finde gerade den anderen grauen nicht mehr. Vielleicht taucht er ja noch irgendwo da in der Kiste auf. In der Tüte, ich hoffe es. Nicht, dass ich den verloren habe. Ja. Einmal für meine Mutter und einmal für mich. Ja, so. Ich weiß echt nicht, wohin damit. Katastrophe. So. Ich sehe halt auch so schlecht, was da drin rumfliegt. Ich mache mal kurz Pause und räume mir ein bisschen was hier raus. So, jetzt geht's weiter. Ich habe jetzt mal ein paar Sachen hier rausgeholt. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. So, ich habe auch noch einen Kassenbon gefunden. Moment. So, und zwar als erstes nehmen wir mal hier. Das sind so Weihnachtskugeln zum selber machen. Ich fand die ganz cool. Hier hinten könnt ihr sehen, die vier sind da drin. Wo ist denn jetzt der Kassenbon? Da war. Sollten da draus sein. Achso, genau. Und die Socken. Ich habe auch den. Mache ich vielleicht erstmal damit weiter. Die Socken. Ich habe den zweiten gefunden. Und die Socken haben gekostet 2,59. Zwei Paar, genau. Und die Kugeln. Ja, wenn ich sie finden würde. Da 1,69. Genau, die durften mit. Ich fand die cool. Mal gucken, vielleicht male ich die an, dass sie nicht nur Holz sind. Mal gucken, wie es mir gefällt. Das entscheide ich dann. Genau. So. Dann. Ich erzähle einfach mal irgendwas. Dann habe ich hier die hier gekauft.
das Glitzer. Ich weiß nicht, wie gut ihr das sehen könnt. Gab es hier in Weiß, in Gold, Silber und in Rot. Genau. Sieht man irgendwie schlecht. Hier rechts ist so Hexagon-Stäbchen. Normales Glitzer, nochmal größere Hexagon. Dann Sternchenkreise, Herzchen, nochmal Stern. Ah, nee, Blümchen. Sternchen und. Ich weiß es nicht. Sieht man so schlecht. Vielleicht kann ich. Moment mal. Ja. Ja, ich hoffe, ihr seht's. Sehe ich selber so schlecht. Genau. Dann habe ich Geschenkesticker mitgenommen. Genau. Und die haben gekostet 69 Cent. Dann habe ich mal wieder Radiergummis mitgenommen. Einmal, beziehungsweise zweimal, den einen habe ich schon aufgemacht. Ich wollte euch jetzt noch nicht zeigen. So. Ah. So viel zum Thema. Genau. Stell den mal da zur Seite. Und zwar ist das hier so ein Minions Edition. Die sehen jetzt irgendwie ein bisschen anders aus. Aber es ist immer noch von der gleichen Marke. Also das hier, doch, genau. Ja, Puzzle Pals. Wie man manchmal ausspricht. Und einmal von Frozen. Aber komischerweise sieht man da nicht mehr drauf, was da drin ist. Ja. Oh, das ist sogar Serie 2. Mal gucken. Ich habe ja schon 4 Stück von denen. Von Frozen. Genau, die war neu, deshalb habe ich die mitgenommen. Könnt ihr am Ende nochmal reinschauen. Und dann zeige ich euch auch den anderen. Dann habe ich mitgenommen Stifte. Und zwar, ihr kennt die schon, ich habe sie euch aber damals ausgepackt gezeigt. Habt ihr nochmal die Chance, sie so zu sehen. Und zwar diese All-Surface Paint Markers. Ich finde die so toll, ich liebe die. Ich benutze die ohne Ende. Also die sind echt richtig, richtig toll. Ich kann sie nur jedem empfehlen. Kosten 1,49 pro Pack mit 4 Stiften. Und ich habe die jetzt immer für meine Mutter mitgenommen. Auch für den Adventskalender. Ja. Die ist ein bisschen kaputt, aber egal. Hab ich gar nicht drauf geachtet. Ich habe alle 6 Stück mitgenommen. Eigentlich, wo ist der grüne? Da. Genau. So, einmal grün. Genau, immer 2 Glitter und 2 Metallic. Die sind sehr, sehr knallig, die Farben. Also den hier sieht man so gut wie gar nicht. Aber die hier sind beide total knallig. Dann blau, lila. Also die Farben da oben kommen jetzt nicht so ganz hin, aber dann rosa, silber und gold. Genau, so. Jetzt wisst ihr, wo ich hin tue. Das klappt. Wie gesagt, und die Glitzerfarben sehen auch richtig toll aus. Ich überlege gerade, ob ich das eben zeigen kann, aber ist egal. Die sind auf jeden Fall mega. Ich kann sie nur empfehlen. Die sind so toll. Man muss so ein bisschen aufpassen, weil da kommt manchmal echt viel raus. Weil die sind ja so zum Schütteln und dann zu pumpen. Und da kommt echt teilweise ordentlich raus. Da muss man mal ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht das komplette Papier oder sonst was versaut. Ja, genau. Dann habe ich was Gutes gekauft. Und zwar die Kammbäume hier. Die haben gekostet 89 Cent. Ja. Ich mag die. Die sind so ein bisschen wie die Schlümpfe von der Konsistenz her. Und die sind ganz lecker. Das habe ich mitgenommen. Dann habe ich gekauft dieses Stempelset. Ja, rückenwirkend. Also ich glaube, die hatten auch nur das, aber ich hätte gern noch die anderen beiden, die ein bisschen geschwungen sind und vor allem halt auch kleine Buchstaben. Aber es haben jetzt erstmal die gereicht. Ich wollte die ganz gerne für die Karten haben, weil das ist immer ein bisschen
Ja, ich habe das ganz oft, dass ich irgendeine Karte basteln gern irgendeinen Spruch oder irgendein Wort drauf hätte. Und man hat es halt nicht. Und mit den, klar kann man die einzelnen Buchstaben verwenden, aber manchmal ist es auch so ganz schön. Und ich glaube, die sind auch kleiner. Ja, genau. Deshalb durften die mit. Und die haben gekostet 1,89. Glaube ich. Nee, 1,99. So, dann habe ich immer zwei Stempel gekauft. Und zwar die hier. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Da gibt es auch so süße Tiere, aber ich habe mich jetzt für die beiden entschieden. Genau. Und die kosten jeweils 99 Cent. Ich fand die ganz süß. Mal gucken. Natürlich bekommt man die halt ja nie so ausgemalt, wie sie hier sind, weil. Ja. Naja. Mal gucken. Dann. Ach so, und die Radiergummis haben 99 Cent gekostet, habe ich vergessen zu sagen. Ich gucke gerade, was hier noch draufsteht. Genau, dann habe ich mir eine Küchenwaage gekauft. Eine Küchenwaage, so eine. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, ja, so eine. Ja, Mann. Ist ja auch egal. So eine Waage, mit der man halt. Ja, so eine Präzisionswaage, die 0,00 hat. Die ist vor allem fürs Gießen ganz gut. Und ich habe schon zwei. Also ich habe meine immer bei Amazon gekauft und die erste habe ich sogar schon mal ersetzt, weil die so man kleckert und dann wird es eklig und dann irgendwann verknastert es und geht nicht mehr auf. Und ja, genau. Und die hat jetzt gekostet 2,99. Ja, ich fand die gut. Deshalb durfte die mit. Mal gucken, ich gieße ja auch im Moment nicht so viel, aber. Wird schon irgendwann in Einsatz finden. Ja. Gut, ich glaube, das war's. Ich habe noch eine Fließdecke gekauft. Für eine Hundefließdecke, die ist so süß, aber die ist jetzt unten. Ich habe keine Lust, die jetzt zu holen. Deshalb, genau. So, dann mache ich weiter mit DM, würde ich sagen. Und zwar habe ich hier so ein bisschen Badezusatz gekauft. Einmal die hier. Ich habe jetzt irgendwie da auch keine Preise, glaube ich. Aber ist auch egal. Ich glaube, die kosten auch irgendwie knapp unter einem Euro. Und ich mag die von der Marke ganz gerne. Genau. Ich finde, also ich finde, da ist halt auch relativ viel drin. Und die riechen so toll. Das sind jetzt beides Weihnachtsdüfte. Die sind natürlich auch für den Adventskalender. Einmal hier Wunschpunsch. Gewürzorange und Waldbeeren. Und einmal Zimt und Bratapfel. Der hier riecht so richtig. Oh, so richtig nach Weihnachten, so. Ja, nach irgendwelchen Zimtplätzchen, so. Riecht total toll. Und, also ich hoffe, es gefällt ihr, oh Gott. Nase gekriegt. Und ja. Ja, der riecht so ein bisschen bäriger. Ja. Aber auch richtig toll. Und dann durfte noch. Der hier einmal mit. Das Frostbeulenbad. Ich finde das ganz süß. Genau. Könnt ihr da eine Duftprobe dabei ist? Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt riechen. Ja, auf jeden Fall duftet es noch mit. Ich fand das ganz süß und es hat ganz gut gepasst. Deshalb für den Winter duftet das auch mit. Dann habe ich einmal hier Streudecke gekauft. Musste leider auch mit. Hirschköpfchen. Aus Holz. In verschiedenen Größen. Ich weiß nicht, ob es zwei oder drei sind. Ich kann es nicht genau sagen. Auf jeden Fall sind hier die kleinen und da ist so ein großer. Und hat gekostet 1,95. Ja. Ist halt teuer, aber ich wollte sie gerne haben. Deshalb durften sie dann doch noch mit. So. Und dann habe ich noch. Was runtergeschmissen. Das hier mitgenommen. So ein ist ja eher wie ein Geschenkset, aber ich werde die auspacken und einzeln in die Türchen tun. Ich finde die ganz süß, auch von der Größe her. Und das ist Duschcreme. Ja, und ich liebe. Ich, wie gesagt, das ist ja auch die gleiche Marke hier, wie die da. Und ich mag das, die riechen immer so toll.
Ja, ich glaube, den da kennen wir. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, welchen davon wir schon, also die wir schon mal hatten. Und es hat gekostet, ich glaube, 4,75, genau. Ja, aber ich werde es auspacken, weil so bringt mir das ja nichts. Genau, und werde es dann aufteilen in 5 Türchen. So. Ich glaube, jetzt habe ich tatsächlich nur noch Aldi. Ich überlege gerade, ob ich überhaupt genug Platz dafür jetzt habe oder ob ich erstmal wegräume, weil ich glaube, es sollte gehen. Ich zeige euch jetzt erstmal. Und zwar habe ich hier den da gekauft. Der ist aber schon von vor ein paar Wochen. Ich habe ja einen. Egal. Und zwar so ein Bauchroller, so ein Sportgerät. Und zwar ist der für meinen Bruder als. Den hat er sich gewünscht. Und das ist schon eine Art Weihnachtsgeschenk. Zumindest ein Teil. Und den bekommt er dann von mir. Ja. Genau, ich glaube, der hat auch irgendwie knapp, ich glaube 9,99 oder sowas, also ungefähr 10 € gekostet. Genau. So, der Rest ist jetzt von heute. Jetzt auch, aber ich glaube, ich weiß von allem die Preise. Als erstes habe ich, das war auch nicht diese Woche, aber davon hatten sie zum Glück noch, und zwar diese, ja, die Plätzchendose. Ich fand die so schön. Mit dem Sternchen. Da sind drei Stück drinnen, in drei verschiedenen Größen. Ich kann sie ja mal auspacken, wenn euch das interessiert. Ich habe auch noch nicht reingeguckt, wie man sieht. Bisschen Angst. Das Blech geht ja auch so schön schnell, dass er sich verbeult. Okay, also die mittlere ist genau andersrum und dann mit oben mit Sternchen unten weiß. Gucken, ob ich das hier drin machen kann. Und die hier ist genau wie die große. Ja, nur klein, total süß. Und die drei Stück haben, glaube ich, 3,99 gekostet. Also vollkommen in Ordnung. Ja. Die durfte mit. Wir haben ja schon vom Teddy letztes Jahr gekauft. Ich glaube auch 3 Stück. Mit Hirschen. Wie man vielleicht merkt, ich liebe Hirsche. Aber ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt. Ich weiß nicht, aber vielleicht merkt man es auch. Bei Weihnachten liebe ich einfach alles mit Hirschen. Genau, aber ich fand die schön und man kann nie genug Keksdosen haben. Vor allem, weil ich immer re relativ viel backe. Mal gucken, wann ich dieses Jahr backe. Es wurde schon angefragt von meinen Brüdern, die sich auf die Plätzchen freuen, aber leider habe ich es bisher noch nicht geschafft. Aber es ist ja noch Zeit. So. Hier habe ich sogar einen Kassenbon. Aber es sind 3,99. Ja, 3,99, so. Dann habe ich mir den hier gekauft. Das teuerste Stück hier. Ein Folienapplikator. Ich finde das so cool. Ich habe mir selber noch nicht angeguckt, was da alles dabei ist. Natürlich schon im Internet, aber noch nicht in echt. Und der hat 19,99 gekostet. Ich finde es für die Karten total cool. Ja. Genau. Da, genau, der Bedienungsanleitung, Garantiekarte und 10 Vorlagen, Transferfolie, Reaktionsfolien, Gold und Silber. Genau. Ja, ich werde ihn ausprobieren. Wenn es euch interessiert, kann ich auch gerne ein Video dazu machen. Und den mit euch zusammen testen. Schreibt es mir einfach in die Kommentare, wenn ihr da Interesse an dem Video habt. So. Dann. So, ich muss ja ganz kurz hier. Machen wir mal hiermit weiter. Sticker. 99 Cent sind jeweils 3 Bögen drin. Einmal die hier. Wie ich sage, ich stehe auf Hirsche. Rentiere, wie auch immer. Und einmal die. Diese glitzern so.
die sind so süß. Das sind auch drei Bögen. Ja, die durften mit 99 Cent. Dann habe ich einmal das hier mitgenommen. Das Makramee-Set. Ich wollte so gerne mal ausprobieren, mal gucken, ob es klappt, ob ich das hinbekomme. Da kann man verschiedene Sachen dann mitmachen. Die sogar so, also für Weihnachten sogar. Genau, da ist der Garn, Holzperlen, Holzringe und eine Anleitung drin. Ja. Genau, mal gucken. Und hat gekostet 3,99, wenn ich mich nicht täusche. Ja. So. Ach, weiß was, ich lege das zur Seite. Oder? So, passt. So, dann geht es weiter. Und zwar hier mit einem Filzset. Finde ich mir ganz süß. Genau, Moment. Hier ist Filz drin. Pompons und Garn. Ja. Genau. Werde ich auch auf jeden Fall, habe ich auch was mit geplant. Mal gucken, wie das so läuft. Und wann ich Zeit dafür finde, ist ja immer die Frage. So. Und dann habe ich noch zwei Sachen. Drei Sachen. Und zwar einmal hier nochmal Sticker. Ich muss sagen, ich finde die relativ teuer. Auch 3,99 für drei Bögen. Beim Teddy bekommt man zwei so Bögen für 1 Euro normalerweise. Aber gut. Und hier ist noch ein Sticker abhanden gekommen. Ich wollte es aber trotzdem haben. Deshalb durften sie dann mit. Ja. Wie das halt so ist. Und dann habe ich noch zweimal Papier mitgenommen. Und zwar den Bastelblock. Sweet Xmas. Genau, da sind Motivkarton, Bastelbögen mit Anleitung und zwei Stickerbögen drin. Mal gucken, ob ich das schaffe. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, hier mit euch da durchzublättern. Hier ist auf jeden Fall Stickerbogen. Und hier. Der ist sehr, sehr rosa. Und nicht unbedingt sehr weihnachtlich teilweise. Der, das jetzt eben schon, aber hier wieder nicht so. Und hier zum Ausschneiden. Ich ja weiß, dass ich das sowieso nicht machen werde. Genau. Also wie gesagt, ihr seht, das ist jetzt nicht viel Weihnachtliches drin, aber ich fand es trotzdem schön. Auch für 3,99 durften sie dann mit. Ja. Also wie gesagt, so Seiten hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber hier so ein kleines Täschchen. Genau. So. Kleine Kärtchen. So. Oh. Ich will euch nicht runterwerfen. Ein bisschen wackelig hier, weil ich kriege irgendwie. Ich habe meinen Greifarm oder wie man das Ding nennt, was ja eigentlich da oben hängt, zum Dranmachen ist kaputt gegangen. Und ich kriege es jetzt nicht mehr so hin, dass es so hängt, dass es halbwegs in, ja, so hängen würde, dass man dann auch noch was sieht. Weil, also es ist da kaputt gegangen, wo das in diese große Klammer geht, dieser Draht sozusagen. Ich habe es jetzt zwar geklebt, es ging auch eine ganze Weile, aber jetzt hängt es einfach nur noch dann halt so da drin und das andere hängt dann noch so, weil es ja natürlich schwer ist. Wenn ihr versteht, wie ich das meine, ist auch egal. Auf jeden Fall funktioniert nicht mehr, deshalb habe ich das jetzt auf diesem Dreifuß stehen. Aber den habe ich hoch auf was draufgestellt und da fällt es halt sehr, sehr leicht runter. Ja, außerdem kommt man auch ständig gegen und dann ist halt, wenn es oben hängt, schon irgendwie einfacher. Mal gucken, ob ich mir irgendwann mal ein neues Ding da kaufe, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich kann es euch auch einfach mal zeigen. Ich weiß auch nicht, was mein Problem hier ist. Also das hier und wie gesagt, hier, das ist kaputt. Wenn ich es dann hier reinhänge, hängt es dann so. Das ist halt, ja, ich weiß nicht, ob ich das jemals wieder repariert kriege. Es hat wirklich eine ganze Zeit lang noch gehalten.
Und es funktioniert, aber mittlerweile mag es nicht mehr. Huch. Kann da jetzt gefallen. Okay. So, und jetzt noch ein letzter Block. Auch ein Bastelblock. Classic Xmas. Der ist auch sehr, sehr bunt, aber ein bisschen mehr weihnachtlich. Und ist wieder das gleiche. Ja, zwei Stickerbögen. Ja. Und dann Papier. Was das jetzt hier ist, weiß ich auch nicht so ganz. Ich verstehe auch die Erklärung da oben nicht so ganz, aber egal. Genau. So. So, ich glaube, das war es jetzt auch. Ich hoffe, ich habe nicht irgendwas vergessen, aber es dürfte es gewesen sein. Ist auch lang genug jetzt. Ich bin gespannt. Normalerweise hat der Aldi ja zur Weihnachtszeit so andere Papiere. Wenn ihr wisst, was ich meine, so ein Blatt, also eine Folie, einzelne Blätter. Ob die Sachen auch nochmal bekommen, weil das hätte ich mehr gebraucht als jetzt die Papiere. Weil da sind halt auch ganz oft halt einfarbige Sachen drin und die... kriegt man beim Action jetzt nicht so viele, einfach, ja, genau, auf jeden Fall mal gucken, ob die da nochmal was bekommen, obwohl ich eigentlich genug habe. Wie gesagt, mein Papierschrank platzt aus allen Nähten. Ich weiß auch nicht, wo ich das jetzt noch hinpacken soll, weil ich habe wirklich keinen Platz mehr hier drin. Achso, und ich wollte noch die Radiergummis aufmachen, fällt mir da gerade ein. Ich zeige euch jetzt erstmal den hier. Genau, auf jeden Fall, aber ich kann es einfach nicht lassen. Ich liebe Papier und ja, mal gucken, ob ich irgendwann mal hier ausbaue. Noch ein zweites Regal. So, das war auf jeden Fall der hier. Dann machen wir mal den hier auf. Ach, und ihr könnt mir übrigens gerne schreiben, wenn ihr hier das Zimmer sehen wollt, wie ich das zusammenbastel. Mitschnitt. Halt einfach schneller mir dann bald zugucken. Ist das der gleiche? Och nö, oder? Ja, ist der gleiche. Ganz toll. Habe ich ja gut gegriffen. Vielleicht. Ja, aber es ist der gleiche. Ja, ich trage ihn wieder ein. Vielleicht packe ich den einfach mal mit in die Verlosung, die jetzt bald kommen wird, auf jeden Fall. Es ist schon sehr, sehr viel vorbereitet. Aber wie gesagt, ich habe im Moment echt keine Zeit für irgendwas anderes außer Uni. Es frisst gerade sehr, sehr viel Zeit. Genau. Ist nicht mehr zu. Schade, ich hätte gerne noch einen anderen gehabt. Mal gucken, vielleicht nehme ich irgendwann anders mal nochmal was mit. Nehmen wir noch den auf. Ja, genau, ich habe wirklich im Moment so viel zu tun und kommt zu nichts. Und wenn ich zu was komme, mache ich meistens meine Diamond Paintings. Da habe ich auch gerade ein neues bekommen und ein neues bestellt. Ich bin im Moment, ist denn der Anfang? Bin ich da falsch? Ah, hier. Ja. Sehr clever. Genau, ich habe im Moment ein Mystery Diamond Painting, mit dem ich fast fertig bin und habe mir noch eins bestellt. Wenn euch das interessiert, kommt also zum neuen auf jeden Fall. Zum alten weiß ich nicht, vielleicht stelle ich ein Bild und eine Review sozusagen auf Instagram. Mal gucken. So, jetzt bin ich sehr gespannt. Oh, eine Anna. Eine neue Anna. Eine hübschere Anna. Als meine. So. Ich wüsste, wie sie aussieht. Okay, die sieht deutlich echter aus als die. Huch. Das war jetzt irgendwie. Das war doch eben noch zusammen. Ja, so. Ich kann sie gleich mal zeigen. Ja, also genau. Also es ist wohl wirklich eine Season 2 neue. Ich
verstehe mal nicht so ganz bei den Füßen, wie rum die gehören. Ich war bei dem Kerl da auch so. Ja. Die ist deutlich hübscher. Und irgendwie fehlt... Ah, egal. Moment. So, das ist die alte Tür. Schmeiß weg. Das passiert mir auch ganz oft, wenn ich die da oben stehen habe. Dass ich die umwerfe und dann kommen sie runtergefallen und fallen in 1000 Stücke. Weil in die Stücke, die sie fallen können. Auf jeden Fall ist die deutlich hübscher, aber eben sieht der Mund komisch aus. Das Kleid glitzert so ein bisschen. Ja, da hole ich mir definitiv und der ist irgendwie größer. Deutlich größer. Ja, aber ich glaube, da hole ich mir wirklich nochmal neue von. Also noch mehr. Ich stehe ja auf die. Ich kann euch ja mal, wenn es funktioniert. Moment. Hier oben. Hier ist übrigens das Regal, was ich, also der Korb, den ich meinte, hier oben. Stehen sie. Da oben ist auch gerade einer umgefallen. Ich weiß gar nicht, wo der hingefallen ist. Genau, da stehen sie. Meine Sammlung, dahinter stehen auch noch welche. Moment. Ich bin leid fürs Gewackele. So, da hinten stehen übrigens auch meine ganzen Memo-Papiere. Und hier steht, der ist umgefallen. Genau, der stand eigentlich hier. So, und hier hinten steht noch... Nein! Genau das ist, was ich meinte. Das passiert relativ häufig bei mir, wenn ich da dran gehe. So, genau, hier hinten steht noch Goofy und Daisy. Und ich glaube, die stelle ich dann da noch dazu, wenn sie stehen würde. Die hier ist ja auch so schwer, die würde immer umfallen. Da habe ich so ein Ding hintergeklebt, dass sie stehen bleibt. Ja. Genau, ich glaube, da werden dann noch welche dazukommen, fürchte ich. So wie ich mich kenne. Ja. So. Genau. Wie gesagt, auch bei dem Zimmer hier. Ich weiß nicht, ich werde wahrscheinlich nicht... Ich kann euch nicht versprechen, dass ich direkt dazu komme. Vielleicht... wenn ich Weihnachtsferien sozusagen, wenn wir vorlesungsfreie Zeit haben zwischen Weihnachten und Neujahr, vielleicht schaffe ich es dann mal. Wie gesagt, ihr könnt einfach schreiben, wenn es euch interessiert, wenn es euch eh nicht interessiert, ist ja auch kein Problem, wenn ich nicht dazu komme. Aber ich hoffe, es kommen jetzt mal ein paar weitere Bastelvideos. Ich wollte euch ja auch mal den Adventskalender zeigen, den ich für meine Mutter letztes Jahr gebastelt habe. Der ist auch richtig cool. Ja. Mal gucken. Wird alles kommen, ich verspreche es. Genau. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr zugelabert. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Tschüss!